Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Setups finden mit dem Smart Trend Indikator. Ich freue mich, dass wir heute wieder den Termin mit Marc Pötter zusammen haben und er natürlich für uns die Zeit gefunden hat. Natürlich freue ich mich auch, dass Sie heute wieder live dabei sind. Mein Name ist Nelson Cardoso-Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Wir schauen uns gleich mal den Risikohinweis an, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie auch ja, wie immer, Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen, auch wenn der Markt vielleicht das ein oder andere Setup heute vielleicht zeigen wird. Ansonsten werde ich gleich den Link zu dem ersten Termin, die Aufzeichnung, auch in den Chat rein kopieren. Können Sie im Nachgang, falls Sie es noch nicht gesehen haben, entsprechend sich anschauen. Super, dann würde ich jetzt den Bildschirm weitergeben oder ich würde, mache ich auch und Marc wünsche natürlich viel Erfolg, viel Spaß, wenn irgendwas ist. Ich bin im Hintergrund. Perfekt, danke dir, Nelson. So, auch von meiner Seite herzlich willkommen, das zweite Webinar in der Reihe. Ganz kurz zu meiner Person, für die, die neu sind, die mich noch nicht kennen, Marc Pötter mein Name, seit mittlerweile 13 Jahren Professional Trader und Investor. Also auf der einen Seite habe ich eine eigene Firma mit einem kleinen Team, wo wir primär Daytrading betreiben, Handelssystem programmieren, Indikatoren programmieren. Auf der anderen Seite bin ich aber auch ein ganz großer Freund von der langfristigen Aktienanlage, dadurch, dass ich über 90% meiner Altersvorsorge in Aktien stecken. Bin studierter Diplomkaufmann, ausgebildeter Analyst und der eine oder andere von euch könnte mich von diversen Börsentagen oder auch als Redner in diversen anderen Veranstaltungen oder vom Verein für Technanalyse Deutschlands kennen. Und ich freue mich, dass so viele heute hier sind. Wir wollen direkt mal eine Sache klarstellen. Das kam, glaube ich, vor 2 Wochen nicht ganz klar rüber. Es ist wichtig zu wissen, dass der Smart Trend Indikator, das ist kein Angebot von FX Flat, ja, sondern FX Flat ist der Broker, wo ich zum Beispiel auch mein Konto habe und wo ich dann drauf trade und diesen Indikator einsetze im MetaTrader. Ja, also das ist ein Indikator, den haben wir programmiert. Das heißt, also auch wenn da Fragen sind zum Indikator, immer an uns. Wenn Fragen zum Konto sind oder dergleichen, das geht dann einmal an den Broker, also in dem Fall FX Flat. Wichtig ist, und das finde ich eine super Sache, FX Flat sponsert euch den Indikator. Das heißt, ihr könnt unseren Indikator bei einem Echtgeldkonto von FX Flat kostenfrei einsetzen. Ja, und das ist ganz einfach. Das zeige ich mal ganz kurz und dann gehen wir auch direkt in den Indikator rein. Da poste ich auch gleich den Link nochmal. Ja, das ist ganz simpel hier. Ich gebe ihn eben mal in den Chat rein, dass ihr alle den habt. Ja, und dafür, wenn ihr noch kein Kunde seid, könnt ihr hier ein Konto aufmachen. Wenn ihr schon ein Konto habt, dann reicht eine E-Mail an service@fxflat. Und dann füllt ihr ein Formular aus und dann bekommt ihr von uns eine Bestätigung mit einem Aktivierungscode. Hier ist nochmal ein Video, da ist alles drin, wie man es einstellt, also ganz simpel. Und hier könnt ihr dann hier unten den Indikator direkt runterladen. Ja, aber wichtig ist, gebt uns da bitte einen Werktag Zeit, weil wir müssen das ja erst abklären mit FX Flat. Da haben wir ja keinen Einblick auf euer Konto oder sowas. Und dann können wir euch das entsprechend freischalten. Ganz wichtig hierbei ist, das will ich nochmal eben zeigen, dass wenn ihr ein zweites Konto benötigt, dann reicht eine formlose E-Mail aus. Ja, das ist also kein Akt. Wir hatten teilweise letzte Woche Anfragen gehabt, weil Kunden dachten, sie müssten ein neues Konto mit neuem Kontoantrag, mit allem drum und dran ausfüllen. Nein, das braucht man nicht. Eine formlose E-Mail reicht auch. Auch das haben wir vorgeschrieben auf der Webseite, auf dem Link. Es muss kein neuer Kontoantrag ausgefüllt werden. Und ihr habt die Wahl, dass ihr entweder mit einem Doppelklick könnt ihr zwischen den Konten wechseln im MetaTrader, ist ganz simpel. Oder man kann auch den MetaTrader parallel installieren, also den kann man zweimal installieren. Und dann kann man auf dem einen Bildschirm kann man in Konto 1 handeln und auf dem anderen Bildschirm zum Beispiel in Konto 2. Ja, also ne, wer den einsetzen möchte, das sollte euch davon nicht abhalten. Das ist ganz simpel. Ne, und wenn da Fragen sind oder so, gerne melden. Ne, also für das gerne hier bei FX Flat melden. Aber auch wenn da vorher Fragen sind, könnt ihr auch selbstverständlich uns anrufen oder kontaktieren.
Also daran soll es nicht scheitern. Also die Frage sollte sein, ob man einen Indikator einsetzen möchte. Das ist ja jedem überlassen. Das ist ein Trendindikator, zeige ich gleich. Ja, aber daran sollte es definitiv nicht scheitern, denke ich. So, dann gehen wir mal direkt wieder in die Plattform rein. Und das ist auch der Indikator. Es ist ein Trendindikator. Ja, also das sage ich immer ganz gerne vorweg. Wir haben keine Glaskugel. Das heißt, auch der Indikator hat Nachteile. Ja, also Trendindikator heißt, der ist dann gut, wenn wir in so einem typischen Aufwärtstrend oder Abwärtstrend sind, der ist nicht so gut, wenn wir in so einer Seitwärtsphase sind. Ja, also von daher, das wäre schon wichtig. Also man, ne, das ist wie mit allen Indikationen. Wir müssen als Trader auch immer noch ein bisschen was selbst machen, aber da gebe ich euch Brief und Siegel drauf, da seid ihr auch gut, wenn ihr erfahrene Trader seid. Man kriegt dafür einen Blick, beziehungsweise es gibt also auch ganz simple Sachen, dass man weiß, wann ein Trend entsteht. Ja, beziehungsweise hier, wenn wir uns den Dow Jones anschauen, da sehen wir hier, wenn wir einfach so unsere Widerstände, Unterstützungslinien halt reinziehen, wir sind hier in einem Seitwärtstrend. Ja, wir sehen hier haben wir einen wunderbaren Ausbruch oder auch hier sind wir im Aufwärtstrend. Das ist das, wo der Indikator perfekt für ist. Und ich will euch jetzt mal zeigen, und dann seht ihr sogar, wenn wir also nicht so einen starken Seitwärtstrend haben, sondern einen größeren Seitwärtstrend, auch da ist der Indikator richtig interessant. Und zwar, Setup ist folgendes. Ihr seht, wir haben es extra im Prinzip so gemacht, dass es rot-grün ist. Ihr könnt das auch ändern. Ich gehe mal hier mit der rechten Maustaste in den Indikator rein, Indikatoren, und dann sehen wir, dass wir hier den Smart Trend drin haben, Eigenschaften. Ja, hier kommt unter Eingaben, gibt es nur eine Einstellung dieser Serial Key. Das ist das, was ihr dann von uns bekommt, was ihr einmal eintragen müsstet. Da vielleicht auch als kleinen Tipp, wenn ihr den hier drin habt, dann könnt ihr euch das als Vorlage abspeichern. Also rechte Maustaste in das Chart. Und dann habt ihr hier Vorlagen und dann könnt ihr euch hier das als Vorlage abspeichern. Dann müsst ihr nicht immer den Indikator reinziehen, sondern könnt ihr einfach dann rechte Maustaste die Vorlage und dann Smart Trend zum Beispiel als Vorlage laden. Ja, das geht oder wie man es auch machen kann, dass man halt einfach das Instrument hier auf der linken Seite, wenn man es wechseln will, dann nehme ich zum Beispiel den, also Dow Jones haben wir, nehme den DAX zum Beispiel rüber, ich ziehe es hier rüber, dann ist auch direkt der Indikator drin. Ziehen wir nochmal den Dow Jones rüber. Ja, und ich persönlich, ich finde den Indikator gerade interessant im 1-Minuten-Chart. Also mit dem kann man sehr gut scalpen. Ist also tatsächlich auch was für Leute, die wenig Zeit haben, die mal eine halbe Stunde, Stunde traden können. Ja, in dem Moment, gerade auch wenn es so eine Markteröffnung ist, wie wir es jetzt gleich haben, 15:30 oder auch morgens so 9 Uhr. Ja, damit kann ich tatsächlich auch Trades machen, die dann 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten nur brauchen. Damit kriege ich relativ schnell dann auch die Einstiege. So, und jetzt kommen wir einmal zum Also, ich wollte nur ganz kurz zeigen, ihr könnt die Farben da auch ändern. Das wollte ich eben noch zeigen. Moment. Indikatoren, Smart Trend, Eigenschaften. Hier unter Farben. Ne, da seht ihr hier das Rot, Grün, das Grau. Ne, das sind die drei wichtigen. Da kann man einen Doppelklick drauf machen, dann könnte ich das halt ändern. Ne, also, wer das hier nicht möchte oder wer andere Farben haben möchte, das ist ja rein subjektiv. Und jetzt zeige ich euch, wie ihr den ganz simpel einsetzen könnt. Ja, und der große Vorteil, ich sag mal, es gibt Indikatoren, die sehen ähnlich aus, sind sie aber nicht. Ich sage es direkt, weil auch die Nachfrage kam, ist das ein Heiken-Asche-Indikator? Ist es nicht. Der Heiken-Asche-Indikator, der hat für mich persönlich den Nachteil, dass er euch die Kerzen abändert. Ja, also zum Beispiel, wenn ihr eine Kerze habt, die so aussieht, dann sieht die beim Heiken-Asche, weil der quasi die Kerze neu rechnet, sieht die zum Beispiel dann irgendwie so aus. Das heißt, dann fehlt zum Beispiel hier oben dieser kleine Docht hier oben drüber. Ne, so, das haben wir hier nicht. Also wir haben einen Indikator, der tatsächlich die Kerzen nur färbt. Und wir haben einen großen Vorteil zu vielen anderen Indikatoren, dass ihr direkt seht oder euch mal direkt eine Grenze für den Stop-Loss einbauen könnt. Also als Beispiel hier, ja, also ist eigentlich relativ simpel, wenn der Indikator rot ist, heißt Short. Wenn der Indikator grün ist, heißt Long. Ja, nehmen wir mal hier zum Beispiel. Der Indikator wird zwischendurch grau. Das Grau ist im Prinzip für uns wichtig, weil das dient zur Stop-Loss-Setzung. Ich mache das nochmal ein bisschen größer hier. Wenn es denn überhaupt noch geht. Moment, gucken wir mal eben. So, ja, so haben wir es noch ein bisschen größer. Das heißt also, ja, sagen wir mal, wir sind jetzt hier in dem Bereich, ist grün. Jetzt sehen wir, jetzt kommt diese Kerze hier, die ist grau. Und nach der grauen Kerze. Dann kommt halt entweder wieder eine grüne Kerze, wenn der Kurs steigen sollte irgendwann, oder eine rote Kerze. Hier in dem Fall öffnet diese Kerze, und das ist das Schöne, in dem Moment, wenn die öffnet, siehst du schon, ob die rot ist oder ob die grün ist.
In dem Fall haben wir hier den Short-Einstieg. Also mit Öffnen der Kerze schaut ihr, aha, die ist rot, also Short-Einstieg. Und dann machen wir Folgendes, und das ist das Hochinteressante an diesem Indikator, besonders an dem ganzen Setup. Ja, wer mich schon länger kennt, der weiß, ich bin ein ganz großer Freund davon, mit einem hohen CAV zu handeln. Also mit einem Vielfachen vom Risiko, was ich einsetze. Und das Schöne ist halt jetzt, ne, jetzt zeigt der Indikator halt auch an, der Stop-Loss kommt hier über die Kerze. Da kommt der SL hin. Ja, für diejenigen von euch, die schon ein bisschen fortgeschrittener sind, wichtig natürlich, plus Spread. Ja, weil wir ja hier kaufen müssen. Das heißt, ja, und das ist ja der Verkaufskurs. Das heißt, also hier müsste man den Spread draufrechnen, wäre dann ungefähr mal hier oben drüber. Also Spread ist ja bei FX super günstig. Haben wir 1,5 Punkte, also käme der Stop-Loss 1,5 Punkte über diese Kerze. Ne, und dann seht ihr, dann haben wir dieses Risiko. Ja, das ist also unsere Risikoeinheit, ein R. Ne, und ihr seht halt dann, wie es halt hier runter geht. Die ganze Strecke kannst du über diesen Indikator wunderbar mitnehmen. Ne, ist klar, wir werden es nicht schaffen, hier unten auszusteigen. Ne, aber beim Gegensignal zum Beispiel, das wäre hier mit der grauen Kerze, wäre also dann bis hier unten hin ein sauberes Setup, was du mit dem Indikator handeln kannst. Ich zeige es nochmal auf der anderen Seite. Und dann haben wir Folgendes. Ne, dann dreht der Kurs. Wir sehen hier wiederum, dass der Kurs grau wird. Hier wird er grün. Wir steigen also dann hier, also als Setup, ne, würden wir hier long einsteigen. Stop-Loss setzen wir hier drunter. Und hier seht ihr, hier haben wir einen Fehltrade. Das heißt also, hier sind wir aber auch dann relativ schnell wieder aus dem Markt draußen. Ne, dann könnte man jetzt hier Short handeln. Da im Prinzip muss man so ein bisschen aufpassen. Ne, das natürlich in dem Moment, wenn du hier Short drin warst, dann ist es dann nicht unbedingt interessant, dass wir hier in dem Moment wieder Short einsteigen, ja, weil wir hier erst auf eine Trendfortsetzung warten würden. Ne, aber einfach nur mal, dass du das siehst. Ich sag mal, wir sind ja tendenziell auch in den Aktienmärkten im Aufwärtstrend drin. Und jetzt kommt das neue Handelssignal. Ja, jetzt sehen wir, okay, es wird kurz hier wird es rot, aber ich sage mal, selbst wenn du hier einsteigst, Stop-Loss hier oben drüber, auch dann bist du hier schon ungefähr 0,5 R vorne. Ja, also auch damit kann man schon arbeiten, aber ich wollte dir hier etwas anderes zeigen. Jetzt wird es rot, jetzt wird es wieder grün. Ja, das heißt, mit Öffnen der grünen Kerze würden wir hier einsteigen. Das ist unser Einstieg Long. In dem Fall, und das ist wichtig, wenn du keine graue Kerze hast, ja, das kommt manchmal vor, nicht so häufig. In dem Moment kommt das bitte unter das Tief quasi von den roten Kerzen. Das heißt, also Stop-Loss kommt hier drunter, SL. Und dann siehst du auch hier, das ist zwar langsamer, weil, ne, das war auch dann jetzt hier langsamer Aufwärtstrend, aber du siehst, wir kommen hier rein und es geht wunderbar hier rauf. Ja, also auch das Prinzip funktioniert. Ja, und dann kommt, ne, und wichtig halt ist, ne, dass wir uns, wenn wir in so einem Marktrauschen sind, ja, wie gesagt, also man muss auch mit dem Indikator ein bisschen üben. Du willst natürlich nicht jetzt quasi mit dieser roten Kerze hier, beziehungsweise hier mit der roten Kerze aussteigen dann, wenn wir im Aufwärtstrend drin sind. Ne, sondern, ne, es ist auch immer wichtig, was haben wir für Uhrzeiten. Aber du siehst hier zum Beispiel, ne, mit der roten Kerze Short rein. Wenn du hier ganz, ganz aggressiv unterwegs bist, würdest du natürlich den Stop-Loss hier drüber setzen, würdest du rausfliegen, dann würdest du aber hier mit der roten Kerze reinkommen, Stop-Loss hier drüber und dann im Prinzip läuft er halt hier runter. Also das ist etwas, das Schöne ist, du kannst den Indikator, der ist nicht nachzeichnend. Das heißt also, ja, du kannst gerne auch zurückgehen und kannst halt einfach mal gucken, zu welchen Uhrzeiten, in welchem Instrument, wann funktioniert der für dich gut? Wie gesagt, es ist keine Gelddruckmaschine, auch damit, wie mit allen Sachen, es ist eine Indikation, wir müssen damit üben. Aber ich denke, du siehst, der Einsatz, der ist ziemlich einfach. Und gerade wenn du auch ein Typ bist, so wie ich, der gerne ein hohes CAV handelt, dann ist das wahrscheinlich ein Indikator, der dir richtig Spaß machen wird. Also Frage kommt, wenn die erste Kerze nach der grauen noch nicht abgeschlossen ist, weiß man nicht, ob sie rot wird, also noch kein Einstieg. Doch, du kannst gleich mal hier drauf achten. Jetzt die nächste Kerze, die kommt, die ist sofort grau und die Kerze bleibt auch grau. Ja?
Also das heißt, das ist der Vorteil, du kannst direkt mit Öffnen der Kerze sehen, steigst du an oder nicht. Ja, und das ist halt wichtig. Wir wollen ja gerade nicht hadern oder zögern, sondern du siehst die Farbe und dann kannst du einsteigen. Also, wie heißt der Indikator? Ja, ich sehe, hast schon gesehen. Perfekt, genau. Smart Trend Indikator. Und da ist auch der Link drin. So, wichtig jetzt für mich, das Beispiel, das haben wir auch jetzt letzte Woche schon gehabt. Ich persönlich, ich möchte den Indikator nicht nutzen, wenn ich so eine riesige graue Kerze habe. Aus welchem Grund nicht? Ja, sagen wir mal, dass die Kerze hier oben schließt und hier würde die nächste Kerze grün aufmachen, dann habe ich ein Risiko, das ist so hoch. Ja, ist ganz genau das, was wir im Prinzip jetzt haben. Solche riesen grauen Kerzen, ich persönlich, und du kannst es gerne austesten, na, du siehst ja den Indikator, ich persönlich, ich handle so etwas nicht. Ja, sondern für mich ist ja gerade halt interessant, ne, dass ich halt hier zum Beispiel mit so einer grauen Kerze mit einem kleinen Risiko reinkomme. Und dann halt, ne, wenn das halt ein Risiko einhitzt, dann hier auf das Vielfache gehen kann, dass ich dann hier zum Beispiel dann schon 2R mitnehmen kann. Ne, das ist für mich interessant. Und das möchte ich halt, ne, sag mal, hier vermeiden. Also wenn du so eine riesen graue Kerze siehst, ne, ist für mich persönlich kein Einstieg. Ne, das sind auch so typische Fragen, die immer wieder kommen. Ja, Frage kommt nochmal, wo kann man den Indikator herbekommen? Vielleicht siehst du den Link nicht. Moment, ich trage ihn nochmal ein. Ich zeige es nochmal eben. Ja, auf dieser Seite steht alles drauf. Gibt 4 Schritte, ganz simpel. Ich poste es nochmal. So, aber ich gebe es ja auch nochmal in deine Antwort direkt rein. So. Jetzt muss man es sehen können. Also ganz simpel, ne? Und wie gesagt, das Schöne ist halt, man kann es angucken und der Einsatz ist halt ganz, ganz simpel. Ich will es mal zeigen, DAX zum Beispiel auch. Ja, da haben wir 1,2 Punkte Spread. Ja, hier kommen wir im Prinzip jetzt, muss gleich mal gucken, hier ist grau, dass wir dann da mal einsteigen. Vielleicht noch einen kleinen Tipp. Ja, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich bei den meisten, die mit dabei sind, wenn man ein bisschen mehr Erfahrung hat, selbstverständlich, seid nicht zu eng. Ne? Ihr seht jetzt hier, ich habe extra mal Ask-Linie, Bit-Linie eingezeichnet. Ne? Da haben wir also schon ja ein kleines Stückchen. Das ist zwar nicht viel, das sind nur 1,2 Punkte. Richtig gut, fix. Ne? Das hat man auch ganz selten. Aber jetzt hier zum Beispiel, ne? Wir haben jetzt hier grün hier oben, und dann würden wir ja grau kommt, also hier diese graue Kerze kommt hier. Und dann würden wir ja, ne, was ich gesagt habe, ne, der Marc hat ja gesagt, hier mit der roten Kerze einsteigen. Guckt bitte, dass ihr nicht zu eng werdet. Zeige ich euch eben, ne, wenn wir hier, dann hätten wir den Stop-Loss hier drüber. Das sind 3,5 Punkte. 3,5 Punkte ist zu eng, weil wir haben ja auch noch die 1,2 Punkte Spread. Dann haben wir ja quasi, ne, also mit 3 Punkten, das ist ein normales Marktrauschen. Das ist schwierig. Also ich sag mal, Minimum sollten da schon so 7 Punkte drüber liegen. Ja? Also jetzt zum Beispiel im DAX oder sowas. Also das heißt, wenn wir hier die 7 Punkte so rechnen, dann sind wir hier. Also das, weil wenn ihr so eine ganz kleine graue Kerze habt, dann nutzt das Stopp über die nächste Kerze drüber. Ja, dann geht der nämlich hier rein, habt den Stopp hier oben drüber und dann hat man trotzdem immer noch einen super CAV. Ja, aber dieses, ne, zu klein werden, das ist schlecht, ne? Und man kann halt Pech haben, dass halt diese graue Kerze, und das ist ja immer, wie der Markt ist, aber wenn die zu klein ist, also mit 3 Punkten Stopp, werdet ihr nicht glücklich werden. Ja, das ist etwas, also ich finde das auch immer interessant. Natürlich, umso enger der Stopp, umso höher ist natürlich mein Vielfaches, was ich handle. Aber wie gesagt, da ist man im Prinzip viel zu klein halt. Frage ist, ob der ADX unten eine Rolle spielt. Den habe ich mit reingenommen, den ADX, den kann man nutzen, es wird auch nur eine Indikation, hat leider nicht immer recht. Aber hier könnt ihr drauf schauen beim ADX hier unten, da gibt es so eine Daumenregel, wenn der größer 30 ist, dann Trendmarkt. Und wenn der kleiner 30 ist, dann sind wir im Seitwärtsmarkt. Ja, auf der anderen Seite ist auch ganz, ganz interessant beim ADX, ist auch ein Trendindikator. Auch hier kann man nochmal gucken, wie lange ist zum Beispiel der Short. Also hier ist immer so die Linie, die oben ist. Moment, jetzt können wir mal einsteigen hier.
Hoffe mal. So, setzen wir das Stop hier drunter. So, Sie können es gleich doch in Ruhe ein bisschen ausrechnen. So, das sind jetzt 13 Punkte. Da mache ich nochmal 6 zusätzlich rein. So, dann haben wir nämlich 100 € Risiko. So, mal zurück. So, dann bin ich drin und jetzt kann ich mal gucken, ob er noch oben läuft. Ich sage mal tendenziell so vom allgemeinen Marktgeschehen her. Ne, also das wäre auch mal wichtig. Wir wollen natürlich nicht vernachlässigen, das, was wir sonst auch immer machen. Das heißt natürlich, ich will schon immer irgendwo dann auch den übergeordneten Trend wissen. Übergeordnete Trend sind wir aktuell, sind wir hier long unterwegs. Da kann man relativ einfach sehen. Das heißt natürlich, tendenziell ist für mich ein Long-Einstieg natürlich auch dann interessant, obwohl im 1-Minuten-Chart, ihr seht, haben wir auch immer mal wieder sehr stärkere Korrekturen, die man halt auch dann in die Gegenrichtung nutzen kann. Ne, aber sagen wir mal, wenn ihr seht, dass es halt so rauf geht, ne, und die Korrekturen hier sehr klein sind, diese Zwischenkorrekturen, dann ist natürlich ein Long-Einstieg doch 10-mal besser, als wenn ich da irgendwo Short einsteige. Also sagen wir mal, die allgemeine Marktbetrachtung und dergleichen, das wollen wir halt schon halt irgendwo noch sehen. So, gucken wir, aktuell läuft er noch gegen uns. Aber das ist nicht schlimm, ne? Das gehört mit dazu. Ja, aber deswegen, also auch um Sie wichtig, ne? Einfach halt mal den Indikator so durchgehen in der Vergangenheit, dass man das sehen kann, dass man doch sehr viele gute Einstiege bekommt. Ne, wie gesagt, hier zum Beispiel wieder, da wäre auch so eine ganz lange graue Kerze. Für mich dann mit Grün ja kein Einstieg. Ne, da ist dann halt interessanter, dass man hier solche Einstiege nimmt, wo man dann mit einem engeren Stopp halt reinkommt. Ne, aber ihr seht gerade halt, wenn man da ein bisschen Glück hat, man hat so einen schönen Ausbruch, dann habe ich natürlich ein irrsinniges Vielfaches. Ja, das heißt, das Schöne ist, ich brauche gar nicht so eine hohe Trefferquote. Ich zeige das nochmal eben hier. Ne, wenn ich zum Beispiel Glück habe und ich komme hier in so einen Trend rein, ihr seht, ja, da sind die grauen Kerzen relativ klein, da habe ich ein Risiko von 6 Punkten. Also 7 Punkten, wir müssen rechnen mit Spread, ne, und dann geht es hier 60 Punkte rauf. Ja, das ist natürlich interessant. Na, dann habe ich einen 8er CRV und damit, also das ist auch das, womit ich mein Geld verdiene. Ich verdiene mein Geld nicht mit einer hohen Trefferquote. Ja, also von daher bin ich auch als, ich sag mal, beim Traden als Orakel, in welche Richtung geht der Kurs, bin ich gar nicht mal so gut geeignet, auch wenn ich Analyst bin, ne, sondern tatsächlich, ich mache mein Geld damit, dass wenn ich richtig liege, dass ich deutlich mehr verdiene, als wenn ich falsch liege. Also Frage kommt, kann man den Indikator in jedem Zeitfenster nutzen oder welches Zeitfenster ist das Beste? Also ich finde, die M1, also die 1 Minute, ist super interessant im DAX und im Dow Jones. Ne, einfach weil wir da haben wir eine hohe Volatilität, also eine hohe Schwankung. Ne, gerade halt, wenn wir uns hier so einen Dow Jones anschauen, ne, die Schwankung die ist relativ hoch, wir haben kleine Kosten. Das ist sehr interessant. Und ansonsten kannst du gerne gucken. Also nehmen wir mal jetzt zum Beispiel so ein Cable oder sowas. Ziehen wir den mal rüber. Ja, da seht ihr, da sind die Kosten etwas höher im 1 Minuten. Würde ich vielleicht lieber ein bisschen höher gehen. Ja, aber ihr seht, also immer quasi, wenn ihr seht, dass die Strecken hier relativ lang sind, also dass der Farbwechsel eher seltener ist, dann ist das interessant. Und tatsächlich, das ist auch zum Beispiel. Ne, sag mal, für Leute, die jetzt Swing Trades machen oder so, seht ihr im Stundenchart hochinteressant dann. Ne, gerade wenn die Währungspaare ein bisschen volatiler werden, dann haben wir hier den Einstieg bis hier oben, wir haben hier den Short-Einstieg. Also in dem Moment, wenn wir etwas im Trendmarkt sind, ist das richtig interessant. Ja, aber wie gesagt, gerne halt da mal sie durchgucken, ne, was man immer gut handeln kann, sind halt Währungspaare.
Die handle ich wieder nicht im 1 Minuten, da eher, sagen wir dann Richtung 5 Minuten Stunde, aber halt Indizes, 1 Minute scalpen, perfekt. Und das ist auch etwas, das hat mich persönlich sehr gefreut, weil halt viele Leute suchen ja immer was ich halt machen kann in dem Moment, wenn ich halt nicht so viel Zeit habe. Ja, und eigentlich ist der Beruf des Daytraders, das, was ich mache zum Beispiel, ist halt so, dass du relativ viel Zeit brauchst, ne? Weil im 5 Minuten oder 10 Minuten Chart oder sowas, dann kommt halt ein Einstieg mal um 9 Uhr, mal um 12 Uhr, mal um 1 Uhr. Ja, und das ist natürlich, wenn ich einen normalen Job habe, ich kann nicht den ganzen Tag vorm Rechner sitzen. Ne? Und das ist natürlich an dieser, wenn ich halt scalpen kann mit der Minute 1, ist das natürlich interessant. Da kann ich mich tatsächlich abends mal eine Stunde hinsetzen und da werde ich über diesen Indikator auch meine Einstiege bekommen. Ja, und das ist, denke ich, im Prinzip ganz schön. Also frag auch mal, wann steigst du aus einem erfolgreichen Trade aus? Genau, falls er nicht läuft, natürlich direkt in dem Stop-Loss. Das haben wir ganz klar definiert. Ansonsten ist es für mich immer interessant, dass ich halt hier ein Vielfaches definiere. Also entweder kannst du Folgendes machen, das sagen wir jetzt hier in dem Beispiel, du steigst ein, wenn das Gegensignal kommt, also bei Rot steigst du wieder aus. Ich persönlich mache das aber eher selten. Ich schaue eigentlich immer nach einem Vielfachen. Also ich möchte zum Beispiel, wenn wir hier ein R haben, sagen wir jetzt hier das hier, das ist ja dann unsere eine Risikoeinheit. So, dann messen wir das mal eben ab nach oben. So, das sind, ich glaube, 13 Punkte hatte ich gesagt oder sowas, ne? Genau, 13 Punkte. Dann haben wir bis hier schon, haben wir ein R und 26 haben wir hier, da sind zwei R. Das heißt also, ich mal es mal eben auf. Bis hierhin ist schon ein R-Gewinn und bis hier oben sind zwei R. Und ich probiere in Richtung 2R zu gehen, sogar teilweise mehr. Das kommt aber immer ein bisschen drauf an. Das wird natürlich umso interessanter, umso enger unser Stopp ist. Ja, das heißt also, hier zum Beispiel, bei dem Long-Einstieg hier, da haben wir den Stopp hier drunter. Ja, da hat man relativ schnell, wenn die Kerzen hier ein bisschen ansteigen, auch mal 3R und dergleichen. Ja, also das ist dann natürlich was Interessantes. Da muss man mal immer ein bisschen schauen. Ja, also ich möchte tendenziell nicht, wenn ich zum Beispiel hier so eine Bewegung habe und ich habe jetzt hier oben dieses Hoch, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass er vor dem Hoch irgendwo dreht, die ist ja viel höher, als dass er über das Hoch geht. Das heißt, da bin ich, also jetzt in so einem Trade, ne, wäre ich gleich mit 2R definitiv zufrieden, würde ich nicht weitermachen. In dem Moment, wenn ich quasi sowieso schon jetzt, ich mache mal die Zeichnung weg, Moment. Ja, das heißt, wenn ich mal zum Beispiel hier reinkomme, Long, und ich habe den Stop-Loss hier drunter, das ist ein R. Ja, und ich gehe dann quasi mit den nächsten Kerzen, muss ich ja sowieso hier drüber gehen, ne, weil ich halt vorher quasi überhaupt nicht zu meinen 2R komme. Dann ist das natürlich interessant, dass ich da mal gucken kann, wie weit läuft. Und dann, wenn der Ausbruch da ist, Ausbruch heißt ja immer, die Indikation ist da, dass der Kurs weiter steigen kann. In dem Moment will ich auch da mutig sein und dann auf vielleicht 3R oder vielleicht auch mal 4R spekulieren. Ja, aber das ist halt etwas, umso häufiger man so einen Indikator einsetzt, umso besser wird man da und unser Gehirn lernt automatisch mit. Ja, also ich persönlich, ich finde da gut, dass man einen klaren Einstieg hat, man muss nicht zögern, man hat einen klaren Stop-Loss, wird Take-Profit, dafür brauche ich schon ein bisschen Erfahrung, damit ich natürlich mehr verdienen kann, damit ich später mal weiß, wann setze ich den ein bisschen kürzer, sagen wir zum Beispiel nur 2R, wann nehme ich auch mal mehr mit. Das wird interessant, aber das lernt man automatisch. Das ist in dem Moment, wenn ich etwas sehr häufig tue, dann schaffe ich das. Es gibt so einen tollen Spruch von Bruce Lee, der sagte, ich habe keine Angst vor dem Kämpfer, der 1.000 Tritte kann. Ich habe Angst vor dem Kämpfer, der einen Tritt 1.000 Mal geübt hat. Ja, und da ist was dran. Deswegen dementsprechend, wenn ich halt eine Strategie oder ein Setup oder auch einen Indikator, wenn ich den sehr viel handle, in dem Moment werde ich da auch automatisch besser werden. Vollkommen noch, wäre nicht noch ein gleitender Durchschnitt als untergeordneter Indikator dazuzunehmen gut? Vielleicht ein SMA 100 oder 200. Sowas kannst du gerne machen. Also mal, wenn dir das zum Beispiel hilft, wenn das deine Indikation ist, dass du halt sagst, so, wenn der Kurs zum Beispiel oberhalb des 200er Durchschnitts ist, dann möchte ich halt long handeln oder short. Gerne, gerne ausprobieren. Ja, das ist das Schöne. Du kannst den Indikator
mit allen anderen Indikatoren mixen. Also da ist man nicht eingeschränkt, sondern ne, wie auch hier der ADX drin ist, kannst aber auch hier hingehen und kannst halt sagen, hier Tendenz, Moving Average, den möchte ich halt auch noch reinziehen. So, da haben wir den. Ja, und dann möchte ich zum Beispiel den Satz eben, was ich den 100er oder sowas reinnehmen. Ja, das kannst du machen. Und dann ist der zum Beispiel drin. Alles möglich. Also das ist auch das Schöne. Ne? In dem Moment, wenn du zum Beispiel Trendler bist, du kannst mit deinem Handelssystem, ach ja, genau, Frage kam auch einige Male, funktioniert mit dem Stereo Trader? Jetzt der so. Machen wir mal neu. Ja, funktioniert mit dem Stereo Trader. Da mal einen Haken dran, ne, weil das ist quasi, das ist ein Expert Advisor, das ist ein Handelsroboter im weiteren, also im technischen Sinne. Ne, und das ist ein Indikator, von daher, das kann man halt auch dann um sie richtig nett verbinden. Also wenn ihr damit handelt und ihr sagt, der Indikator passt zu euch, ne, dann könnt ihr das gerne miteinander verbinden. Also letzten Endes, ich denke, der ist relativ einfach zu nutzen. Ich persönlich finde ihn richtig gut. Ja, ich glaube, so die Grundvoraussetzung ist halt, glaubt man an Trends, ist man ein trendiger Freund, beziehungsweise glaubt man an den Trendhandel, dann ist das eine richtig gute Sache. Ja, wenn man eher ein Seitwärtsmarkttyp ist, dann ist der Indikator wahrscheinlich im Prinzip nicht so gut geeignet, weil die Seitwärtsphasen, ne, das ist das, wo man halt eher, wo halt eher dann die Fehlsignale kommen, als jetzt im Trendhandel. Funktioniert er auch im MetaTrader 4? Nein, dafür brauchst du ein MT5-Konto. Aber auch hier, ne, es ist gar kein Thema. Du kannst, wenn du ein MT4-Konto hast, machst du einfach ein weiteres mit, auch mit einer formlosen E-Mail. Ja, du bist ja schon Kunde. In dem Moment machst du ein MT5-Konto, kannst den MT5 parallel installieren und dann kannst du den Indikator nutzen. So, Trade läuft jetzt. So, ich ziehe auch bei kurz vor einem R, also meistens so bei 0,7 R, ziehe ich auf den Stopp nach. Das machen wir jetzt hier. Ja, und jetzt kann ich das im Prinzip angenehm verwalten und kann mal gucken, wie weiter läuft. Wie gesagt, Ziel wäre jetzt für mich hier oben. Das wäre auch so noch, das, ne, seht ihr hier, so ein kleines Gap ist hier noch. Ein Gap Close, da wäre quasi Ziel, dass ich damit 2R rausgehe. So, komm, so mal gucken, dass der Kurs noch ein bisschen steigt. Ja, aber ein R hätten wir im Prinzip jetzt schon mal drin. Jetzt ist halt die Frage, ob er drüber geht. Und das ist das, was ich so ein bisschen mit der Trendtheorie meine. Das ist natürlich wichtig, dass wir halt jetzt vom Trend her, und deswegen ziehe ich auch halt jetzt den Stop-Loss nach, auf Einstieg, weil jetzt stellt sich halt die Frage hier, also wir haben ja hier unseren Abwärtstrend, ja, das ist so typischerweise unser Abwärtstrend. Und da ist ja immer wichtig, Trenddefinition heißt, dass diese Hochs und Tiefs, also ganz simpel, also schon sehr alte Logik, aber zeitlos, nenne ich es mal, dass wir hier diese absteigenden Hoch- und diese absteigenden Tiefs haben. Und Trendbruch heißt ja, dass der Kurs, der muss Folgendes machen, der muss über dieses Hoch kommen. Das wäre also quasi der erste Trendbruch, dass wenn der Kurs halt hier drüber kommt, ja, wenn er hier drüber kommt, das wäre die erste Indikation, dass es zu einem Aufwärtstrend kommen kann. Und das ist genau das, was wir hier haben. Wir haben ja hier diese Hochs und wir haben hier diese Tiefs. Ja, diese, so. Und dementsprechend ist natürlich jetzt wichtig, dass hier quasi das neue Hoch, was hier ausgebildet ist, da müssen wir erstmal hier drüber kommen. Und dann ist auch meines Erachtens, dann könnte der Weg offen sein, hier oben hin. Ja, ich sage, deswegen könnte, weil auch die Trendlehre ist natürlich nicht fehlerfrei und ja, Lehrbuch heißt natürlich, dass der Kurs immer so gehen sollte. Ja, dass du immer diese höheren Hochmast. Die Praxis macht aber auch dann mal sowas. Ja, dann geht der Kurs hier runter, macht ein kleines tieferes Tief
Und dann im Prinzip steigt er halt weiter. Also von daher, das kann man nicht so genau sagen. Das ist immer so der Unterschied zwischen Lehrbuch oder Schulung und dem praktischen Leben. Kommt noch, kann man anhand der grauen Kerzen sehen, in welche Richtung er läuft? Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Welche Richtung willst du damit sehen können? Kannst du mir das noch mal etwas detaillierter schildern? Jetzt mal den Indikator raus, den brauche ich jetzt hierfür nicht. Aber wie gesagt, da seid ihr frei, ne? Und nutzt ruhig alles, was euch hilft. Ja, also Trading ist eine sehr subjektive Sache und es gibt ja auch Tausende von Indikatoren. Also alles, was euch hilft, nutzt das. Ne? Da muss man nicht, weil ich jetzt hier irgendwas nicht nutze, das heißt nicht, dass das schlecht ist oder so. Ich bin halt ein Freund davon, mal die Sachen relativ einfach zu halten. Oder ich möchte mal so handeln, dass ich halt, wenn ich ein Handelssignal bekomme, dann möchte ich möglichst kein Gegensignal von irgendeinem anderen Indikator haben, dass ich mich dann da entscheiden muss. Also ich möchte ganz gern, wenn ich einen Indikator nutze, mich auch dann auf den verlassen und halt nur quasi in der Vorauswahl sagen, bin ich im Trendmarkt, bin ich nicht im Trendmarkt, das wären so die Entscheidungen, die ich treffe. Aber wenn ich sage, Wohler kommt rein, dann will ich auch absolut reingehen. Also ich sage mal zum Beispiel von meinem Bauchgefühl hätte ich jetzt hier gedacht, dass der Kurs weiterfällt. Also das sage ich offen. Also mein Bauch ist ein schlechter Ratgeber, ist aber bei den meisten so. Deswegen brauchen wir eine Indikation oder auch eine Handelsstrategie, weil einfach unser Bauchgefühl schlecht ist. Ja, aber in dem Moment, wenn ich weiß, jetzt hier, da ist das Wohler drin, das geht hier schön rauf, geht schön runter, ja, auch von der Uhrzeit her sollte Wohler drin sein, dann steige ich blind ein. Ja, weil dann weiß ich, deswegen habe ich den Indikator, damit ich ihn nutzen will. So, wie gesagt, jetzt wird es halt interessant. Jetzt hoffe ich mal, dass wir hier über dieses Zwischenhoch drüber gehen. Ja, was ich eben eingezeichnet habe, das wäre dann der Trendbruch vom Short zu Long. Dann wird es interessant. Aber ihr seht auch, also ganz interessant, dass tatsächlich hier der Kurs richtig zu kämpfen hat und erstmal noch nicht über diese Marke drüber geht. Also kann auch passieren, dass wir gleich wieder runtergehen und dass ich halt plus minus null halt rausgehe. Aber das macht ja nichts, sondern im Traden ist ja für mich immer interessant, dass ich mir möglichst viele Chancen rausarbeite. Und diese Chancen, die ich mir rausarbeite, dass da die Wahrscheinlichkeit etwas höher ist als der Zufall. Wir werden das nicht schaffen, dass wir ein CRV von 2 handeln und eine 80% Trefferquote handeln, sondern wir sind gut, wenn wir halt sagen können, auf 20, 30, 40 Trades unterm Strich bin ich halt profitabel. Aber ne, das heißt natürlich auch immer, dass entsprechende Minustrades halt mit dazugehören. So, gucken wir mal genau, was das für ein Kurs ist hier, wo wir drüber müssen. 46, die 846. Also ist eigentlich nicht viel, 2 Punkte. Kann schnell gehen. Ich würde auch mal tippen, wenn er gleich drüber geht, dass er auch ein bisschen Druck hat. Das hat man häufig, wenn quasi so eine Pause eingelegt wird und so ein Kampf zwischen Käufern und Verkäufern stattfindet. Na, ob es dann halt drauf geht, aber wenn es dann durchgeht, dann häufig auch etwas schneller. Wir gleich mal sehen. So, jetzt müsste eigentlich das genau am Hoch, jetzt müsste eigentlich auch zügig durchgehen. Ja, so, jetzt kommt Druck rein, das ist gut. So, ich setze schon mal den Take Profit dahin. Wenn er dahin läuft, dann will ich ihn mitnehmen. Also, Frage kommt nochmal, was hat es auf sich mit den grauen Kerzen?
Die graue Kerze, die brauchen wir dafür. Ja, das, ich sage mal zum Beispiel, wenn wir jetzt hier sowas haben, dass wir hier zum Beispiel Short gehen würden, dann ist halt quasi die Frage, wo setzt du dann den Stop-Loss hin? Und das ist halt interessant und damit können wir quasi die Gewinne auch halt nochmal hebeln. Und ich kann natürlich sagen, wenn ich jetzt hier zum Beispiel Long einsteige, ich setze den Stop-Loss hier drunter. Das wäre so Klassiker, Lehrbuchmeinung, immer halt Stop unter Steve. Das kannst du auch machen, das ist absolut richtig. Für mich aber ist interessant, ich sagte es ja schon, ich bin ein Trader, der gerne ein hohes CAV handelt. Das heißt also, ne, CAV heißt ja Chance, Risiko. Das heißt also, ne, wenn ich zum Beispiel 100 Punkte verdienen kann und ich habe nur ein Risiko von 20, dann habe ich das ein 5er CAV. Ja, wenn ich aber 100 Punkte Stop-Loss habe, dann habe ich nur ein 1er CAV. Das heißt also, für mich ist es interessant, dass ich nach Möglichkeit natürlich einen engen Stop bekomme. Also Beispiel jetzt hier, ne, nehmen wir einfach das mal. Aus welchem Grund soll ich meinen Stop-Loss hier, sagen wir mal, hier unter dieses Tief setzen, hier drunter setzen? Den brauche ich ja gar nicht. Das heißt, ne, jetzt könnte ich natürlich sagen, das ist mein Stop-Loss, das ist ein Risiko, Beispiel 100 Euro. Ja, dann brauche ich natürlich diese Strecke hier nach oben, bis hier oben hin, um 100 Euro auch im Prinzip mitnehmen zu können, verdienen zu können. Und da wird es halt interessant, da kommen diese grauen Kerzen ins Spiel. Wenn ich aber hier einsteige und ich setze meinen Stop-Loss, was ich tue, im Regelfall, unter die grauen Kerzen, dafür sind die da, dann sind das hier als Beispiel jetzt 100 Euro. Und jetzt siehst du, dass natürlich, dann habe ich hier schon 100 Euro verdient, ungefähr hier 200 Euro verdient und ungefähr hier 300 Euro verdient. Und das macht es interessant. Ja, dafür brauche ich diese grauen Kerzen. Wie gesagt, wichtig ist, die sollten schon eine ganz gewisse Mindestgröße haben. Ne? Wenn diese Kerze, sagen wir mal zum Beispiel wie hier die, wenn das nur so 3 Punkte sind, dann müssen wir ausweichen. Ja, also das ist schon wichtig. Wir sind schon Trader, wir sind mündig. Ja, das heißt natürlich, ich weiß, wenn ich sag mal hier einsteige und die graue Kerze sagt, wir setzen Stopp hier hin, das ist zu wenig. Ja, also da will ich schon, ich sag mal, Pi mal Daumen, so 7 Punkte möchte ich haben. Wenn du das noch besser schaffst, dass du später mal siehst, oh, ich schaffe das auch mit 5 Punkten oder so, umso besser. Ja, umso enger mein Stopp wird. Und wenn du dann halt wenn du das so wie ich mit Risiko handelst, das heißt 100, zum Beispiel 100 Euro Risiko pro Trade, in dem Moment ist natürlich umso interessanter, umso enger mein Stop-Loss ist, weil dann mein Vielfaches deutlich ansteigen kann. Also dafür sind die grauen Kerzen da. Das sieht man sonst in anderen Indikatoren nicht. Ne? Aber deswegen kommt halt einfach daher, weil der Indikator, den haben wir selbst entwickelt und dementsprechend wird er natürlich auch so gebaut, dass wo ich sage, so handel ich. Dementsprechend möchte ich auch, dass ihr so handeln könnt. Ne? Und dementsprechend ne, finde ich das gut, dass man, auch wenn man damit aggressiver handelt oder auch mal häufiger rausfliegt, aber gerade die Trades, die laufen, die spülen halt dann doch, sagen wir mal, deutlich mehr ins Konto halt rein, als wenn ich so einen weiten Stop-Loss habe. Also Frage kommt noch, ich weiß gar nicht, ob ich das eben beantwortet habe. Wie sieht das mit dem Euro-Dollar aus? Sage ich auch mal eben. Und das Schöne ist einfach reinziehen. Ne? Und auch da tatsächlich, es lohnt sich immer, ein bisschen Arbeit zu investieren, um mal so einen Chart durchzugehen. Ne? Ihr seht, der Euro-Dollar ist teilweise sehr stark seitwärtslastig. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber das ist auch die 1 Minute. Na, ihr seht, da sind auch die Kosten deutlich höher. Ne? Gehen wir zum Beispiel hier schon mal in 1 Stunde rein. Da sieht das viel, viel besser aus. Und wie gesagt, der Indikator zeigt euch im Nachhinein exakt identisch das Gleiche, was er euch live zeigt. Und das ist ein Riesenvorteil. Das heißt, wenn ihr hier durchgeht und seht, aha, hier Einstieg, Stop-Loss hier drunter, super Trade. Ne, hier Einstieg, kein guter Trade, obwohl, na doch, hier Einstieg, hier oben drüber ist sogar auch ein Trade, der mindestens ein R läuft, passt sogar.
Ne? Aber dann seht ihr halt hier wieder eine große Strecke, hier eine super große Strecke. In dem Moment, wenn ihr diese großen Strecken seht, dann wisst ihr, seid ihr in der richtigen Zeiteinheit. Also tatsächlich mal so ein bisschen durchgehen, ne? Wenn ihr beim MetaTrader zurückscrollen wollt. Wichtig, hier oben habt ihr dieses Fenster. Ich zeige das nochmal. Da, also das dürft ihr nicht eindrücken. Also das hier oben. Das sind so zwei Kerzen mit so einem Pfeil nach rechts. Ja, so sieht das aus. Das darf nicht eingedrückt sein, ja, weil sonst springt er immer wieder zum aktuellen Kurs. Und wenn ihr das halt ausmacht, ich mache das mal eben hier, na, dann könnt ihr wunderbar durchs ganze Chart durchscrollen. Und dann sieht man das. Das kann man das einfach mal durchgehen. Also da lohnt es sich, da ein bisschen Fleiß reinzustecken, einfach halt zu schauen, ne, weil es wird Instrumente geben, wo der nicht so gut funktioniert. Das kann ich im Prinzip nur direkt sagen. Das ist meistens so. Also ja, das ist meiner Meinung nach oft ein Marketingspruch, dass ein Indikator oder eine Strategie mit allem funktioniert. Es gibt einfach Märkte, die sind ganz, ganz anders, die laufen ganz anders, die haben viel, viel höhere Kosten, manche haben viel, viel niedrige Kosten. Also es lohnt sich, dass man da einfach mal durchgeht und halt schaut, was handelt man gerne und halt schaut, wann könnte das halt passen. No, und jetzt seht ihr hier, jetzt sind wir hier weiter zurück. Und dann klicken wir hier wieder drauf, dass es drin ist. Ja, aber jetzt kommt er, das kommt auch runter. Schmeißt uns vielleicht gleich plus minus null raus. Ja, aber trotzdem, ihr seht, da ist deutlich Potenzial. Wir waren hier wahrscheinlich schon so 1,5 R vorne. Ja, aber ich bin halt eher einer, der auf ein höheres CRV handelt. Wenn ihr sagt, mit einem R, anderthalb, ihr seid ihr zufrieden, wäre das sogar schon ein positiver Trade gewesen. Ja, aber relativ simpel, wie man handeln kann. Sind sonst noch Fragen? Warum? Wir hatten das gleich halt in Short-Richtung. Das haben wir beantwortet, das haben wir beantwortet. Also Frage ist, wird das Webinar aufgezeichnet? Ja, wird aufgezeichnet. Vielleicht hier noch im Prinzip ein Tipp, ne? Also spielt da ruhig ein bisschen mit den Zeitebenen. Ja, weil es gibt immer Zeitebenen, gerade halt so Mittagszeit, ne? Deswegen machen wir auch das Webinar zum Beispiel jetzt 15:15 Uhr, einfach weil dann 15:30 Uhr, da wissen wir, da kommt Bewegung in den Markt. Ja, meistens sogar so circa ab 14:30 Uhr kommt Bewegung in den Markt, weil da haben wir häufig Daten. Ne? Heute zum Beispiel auch, immer Donnerstag sind ja Arbeitsmarktdaten, also die kleinen Arbeitsmarktdaten in den USA. Ne? Deswegen sehen wir hier, dass halt hier dann auch schon der Markt entsprechend angestiegen ist. Es gab mehr Arbeitslose, beziehungsweise Arbeitslosenanträge in den USA, als man sich das vorgestellt hat. Das ist für den lustigerweise für den Aktienmarkt gut, weil mehr Arbeitslose heißt weniger Lohndruck und weniger Lohndruck heißt weniger Inflation. Ja, das ist so die Brücke, die man da einmal finden muss, weil sonst macht es ja eigentlich so gar keinen Sinn, dass man sagt, wie mehr Arbeitslose, das soll gut für die Wirtschaft sein. Ist natürlich tendenziell nicht, aber gerade weil die Börse aktuell, die Börsianer aktuell sehr stark aufs Thema Inflation schauen, war tatsächlich eine höhere Arbeitslosigkeit oder eine höhere Meldung der Arbeitslosigkeit in dem Fall sogar gut. Die Frage kommt, ob FX Flat Mikrolots hat. Ja, in allen Währungspaaren kann man Mikrolots handeln. Und beim DAX weiß ich auch, das ist der große DAX mit einem CFD und es gibt aber auch noch einen DAX Mini. Den gibt es auch noch. Also kann man alles handeln. Kalender, da kommt die Frage noch nach. Das zeige ich mal eben. Also wir nutzen da ganz simpel den von investing.com. Ja, und das, was ich mache, zeige ich vielleicht auch eben. Ich gehe in den Filter rein, ja, wähle eigentlich mal die Länder, die mich nicht so interessieren. Da sind meistens sind ja noch irgendwelche anderen Länder drin, die vielleicht nicht so interessant sind.
Also da könnt ihr ausruhen, aber ich mache vor allem eins, ich sage, ich möchte nur die ganz wichtigen Daten sehen. Ja, mehr will ich gar nicht. So, und dann könnt ihr halt sagen, zum Beispiel diese Woche, und dann seht ihr halt von dieser Woche die ganzen wichtigen Daten. Und für mich sind auch hier eigentlich die meisten Daten nicht interessant. Interessant ist halt Zinsentscheide, ist für mich interessant, die monatlichen Arbeitsmarktdaten, also immer erster Freitag im Monat. Ja, und halt jetzt, wenn wir irgendwas mit Inflation haben, ist interessant. Inflation heißt, na, so kleine Arbeitsmarktdaten könnten auch interessant sein, aber waren wir es hier Mittwoch? Hier, sowas. Also entweder EPI oder VPI, Erzeugerpreise, ja, das sind quasi von den Herstellern. Also wenn zum Beispiel Bayer Aspirin braut, in dem Moment, ja, sind da die Kosten höher oder nicht, das zeugt auch von der Inflation. Oder in dem Moment, wenn wir in den Supermarkt gehen, ist die Butter teurer. Das wären die Verbraucherpreise, findet ihr immer unter VPI, Verbraucherpreisindex, oder hier EPI, Erzeugerpreisindex. Ja, also das Ja, sind am aktuell Dienstag waren die die. wichtigen. Ja. Ach, danke dir. Ja, genau, die habe ich gesucht. Ja, genau, richtig. Das war schon vorgestern. Die Zeit rennt, genau hier. Na, hier sieht man sehr schön Verbraucherpreise. Genau, und das war auch dann dieser starke Kursanstieg. Zeige ich nochmal eben. So, machen wir noch hier ein bisschen kleiner. Hier. Ja, hier kann man es sehr schön sehen. Das war genau 14:30 Uhr. Nicht wundern, im Chart seht ihr 15:30 Uhr, weil die Serverzeit, die geht eine Stunde vor. Ja, das sehen wir jetzt also auch hier. Und da haben wir jetzt 17 Uhr und nicht 16 Uhr. Also von daher, ne, das ist genau 14:30 Uhr. Und da waren die Verbraucherpreise. Und deswegen schossen die ganzen Märkte so hoch. Ja, also das sind so die drei Sachen, die für mich wichtig sind. Notenbank, also Zinsentscheid, die monatlichen Arbeitsmarktdaten, also erster Freitag im Monat, und halt aktuell alles, was so mit Inflation ist, momentan Erzeugerpreise und Verbraucherpreise, vor allen Dingen USA. Ja, so die einzelnen kleineren Länder, und damit meine ich Deutschland auch, also jetzt deutsche Verbraucherpreise werden die Märkte nicht so stark beeinflussen. Die Amerikaner sind da immer noch maßgebend. Hier nochmal so ein kleiner Tipp. Ich war jetzt im Prinzip hier drin im Markt. Kurs ist im Prinzip schon angestiegen. Wir sehen dann, nun, dann bin ich halt hier rausgeflogen. Wir sehen, dass wir jetzt erstmal hier mal in so einem Seitwärtskorridor drin sind. Hier möchte ich erstmal nichts machen. Ja, weil es kann natürlich immer sein, dass der Markt eine Verschnaufpause einlegt, hier so seitwärts geht. Also wenn Signale kommen, dann will ich ein Short-Signal irgendwo hier drunter handeln können oder halt ein Long-Signal irgendwo hier drüber. Ja, aber das ist auch etwas, wenn ihr den Indikator einsetzt, das sind Sachen, die lernt man automatisch. In dem Moment, wenn man da 100 Mal drauf schaut, ja, in dem Moment weiß man das dann, wo kann ich ihn besser einsetzen, wo nicht. Na, also das ist natürlich wichtig. Also es entbindet uns nicht davon, das Trading-Wissen, was wir schon haben, natürlich auch mit einzusetzen. Sonst noch Fragen? Ich glaube, der Link habt ihr alles. Und auch wenn irgendwie zwischendurch Fragen sind, also einfach auf die Einladungs-E-Mail von FX Flat antworten. Ja, und dann wird das auch uns weitergeleitet. Oder halt je nachdem, wenn was mit dem Broker ist, direkt von FX Flat beantwortet. Ja, also da gerne melden. Und wie gesagt, wenn ihr da ein zweites Konto braucht, das ist ganz simpel. Ja, und damit kann man ganz simpel arbeiten. Da ist der MetaTrader super gut für. Ja, also das ist kein Akt. Ne? Ansonsten, wenn keine weiteren Fragen sind, dann von meiner Seite vielen Dank. Ihr könnt sonst gerne melden. Wichtig ist für euch, ich werde alle 2 Wochen, ja, immer donnerstags 15:15 Uhr hier sein. Ne, einfach, dass ihr auch immer Updates bekommt zum Markt, ne, weil das ist natürlich für uns immer wichtig. Ja, wir müssen uns immer dem Markt anpassen. Wir wollen nicht recht behalten beim Markt, sondern da, ich sage mal, sehr flexibel sein und halt mit dem Markt gehen, mit dem Trend gehen. Ja, und da könnt ihr also auch dann alle 2 Wochen immer Fragen stellen zum Indikator, wenn mal irgendwas nicht so klappt, oder auch gerne mal, wenn irgendwas gut klappt, vielleicht auch mal im Prinzip vorstellen, wie ihr damit handelt. Ne, davon können andere auch profitieren.
Der Markt ist groß genug, also ein DAX, ein Dow Jones, der ist so groß, dass wenn wir hier gemeinsam handeln, wir werden den Markt nicht bewegen, keine Sorge. Also von daher, da kann man auch im Prinzip gegenseitig sich helfen. Freue ich mich drauf und ansonsten wünsche ich euch damit viel Erfolg, viel Spaß auch. Ja, Traden soll auch Spaß machen und ich denke, man kann gut einsetzen und gerade im Trend, also ist wirklich eine schöne Sache. Ne? Und wie gesagt, wichtig, M1 im DAX, DAO, da mal anschauen. Das ist wirklich so quasi preis-leistungsmäßig von Instrumenten richtig interessant dafür. Super, vielen, vielen Dank, Marc. Ja, wir sehen uns ja dann oder wir hören dich ja dann eben wieder in 2 Wochen. Der Termin ist schon eingestellt. Das heißt, alle, die sich registriert haben, kriegen dann entsprechend eine E-Mail für den nächsten Termin. Vielen Dank für die Teilnahme, für Ihre Zeit und wünsche natürlich heute auch noch viel Erfolg beim Trading und morgen natürlich auch. Und ja, würde mich freuen, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Passen Sie auf Ihre Positionen auf, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Super, danke, danke dir auch, Nelson. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Ciao.